Ich muss auch sagen, grafisch richtig gut. Ich muss auch die Cutscenes finde ich auch echt gut. Ich glaube, ich muss. Komm ich dort. Nee, da komme ich nicht rein. Ich glaube, ich muss hier ins Licht. Hey. Mach mal nicht so Krach hier. Ja gut, das Problem habe ich nicht, Behemoth. Es gibt Wege, mich zu erschrecken, tatsächlich. Aber das verrate ich jetzt nicht. Achso, ich habe ja Strom angemacht. Ich kann ja jetzt hier rein. Ist jetzt Guard gespielt? Oh, hier sind Schränke. Also, ich habe die Schränke schon mal gefunden. Okay. Wir kommen dem Alien näher. Erstmal hier gucken. Auch Loot. November 2137. Ja, Schränke. Ich bin dafür, wir speichern mal kurz. Mal sehen, was ich nach dem Spiel noch von Schränken halte. Auch so bei DVD und so. Apropos DVD, vielleicht spiele ich heute noch ein paar Ründchen DVD, wenn wir mit Alien Isolation erstmal so halbwegs okay sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden hat das Spiel? Kann man das in einem Rutsch durchspielen? So rein theoretisch? Es gibt einfach kein Loot. Oh nee, da war schon jemand. Du wirst sie lieben. Das ist ja das, was ich schon mitbekommen habe. Ja, das heißt ja auch irgendwie, oder es wird genannt, das Schrank der tausend, das Schrank, Spiel der tausend Schränke oder so. Okay, da geht's weiter. Das heißt, ich glaube tatsächlich, ich werde es. Werde sie lieben, glaube ich, tatsächlich. Geh nochmal in den anderen Raum. Und dann klettern wir dort durch die. Ist schon länger. Ja, gut, das mit den Wege finden dauert bei mir so ein bisschen. 15 bis 20 Stunden. Okay, nee, dann spielen wir es nicht an einem Stück. Die Tür, ne? Dann spielen wir es nicht an einem Stück. Mal sehen, ob ich denn mich nach heute nochmal traue, weiterzuspielen überhaupt. Okay, man kann sich auch unter Schreibtischen verkrümeln. Das habe ich ja gestern bei Little Nightmares auch gesehen. Und dann haben die mich trotzdem gefunden. Ich kann mir nicht mal ein Medikit machen. Medkit, wenn mich jetzt irgendwas angreift. Oh, das ist hier lang. Guckt mal, das ist hier lang. Oh, jetzt komme ich in die anderen Räume. Ist ja praktisch. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Das ist meine erste Waffe.
Nee, es ist keine Waffe, oder? Das ist ja doof. So, wir haben jetzt so ein Hebeldings. Da können wir doch noch mal anders rein. Ja. Horror wie die Saw-Filme. Hätte ich 2021 immerhin schon mal ein Spiel beendet und das Alien macht Schreck auf! Nein! Schon wieder was zum Anhören. Ich würde mich wirklich besser fühlen, wenn ich ein Medikit machen könnte, aber ich kann kein Medikit machen. Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, das Alien ist auch schüchtern. So. Konnte ich jetzt hier mit dem... War ich hier schon? Nee. Oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ja, der hat nicht mehr seinen Rausch ausgeschlafen. Der wurde vom Alien zerfleischt. Wenn das Spiel meine Illusion von netten anderen Aliens, also von Lebewesen auf anderen Planeten zunichte macht. Dann bin ich ganz traurig. So. Wo geht's jetzt weiter? Da sind wir ja in den Raum gekommen. Und was anderes war dort nicht mehr. Lass uns mal zurückgehen. Ach stimmt, jetzt kann ich dort unten auch raus. Durch die Haupttür. Jetzt geht's los, wetten? Katzin? Ganz ruhig. Okay. Okay. Ist der Sänger von Right Said Fred? Ma,
Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Schiffe gibt's doch nicht, hat er gesagt. Trauen kann. Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Na dann, aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Zwinker, zwinker. Na los, ich folge dir. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. So noch Stress machen. Oh, geht's jetzt los? Das Spiel hat gesagt, ich soll dir folgen. Nee, gehen Sie mit ihm. Ach, schade. Aber er wird sie führen. Der führt mich überhaupt nicht. Ich muss vorgehen. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Verrat ihnen nichts. Aber der Aufzug geht wieder übrigens. Was sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Oh. Vielleicht bräuchte ich da Licht. Ich kann wieder nicht rennen. Das Spiel schränkt mich wieder ein. Buh. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ja, Logo. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Konnte ich gerade nicht. Ich setz mich kurz. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Kann ich mal aufstehen? Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Na toll. Achso, wir sind da. Ich dachte, wir sind stecken geblieben. Hey.
Vielleicht sollten wir auch nicht so laut streiten, wenn hier ein Monster ist. Axel? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Ach, jetzt? Dieses Spiel. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Oh, jetzt kriegen wir Waffen. Das Unternehmen. Das machen sie. Nee, die hatten wir. Man nennt es Überleben. Aber dann brauchen wir auch Waffen. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen? Hier ist einmal Schrott gewesen. Warte auf Sie, wie es scheint. Hier. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Hey, ich hab doch gerade Batterie mitgenommen, oder? Muss ich noch los. Mehr? Nee, nicht los. Warte mal. Ich habe einmal Batterien mitgenommen. Aber wenn ich F drücke, kann die nicht aufladen. Achso, jetzt ist sie geladen. Okay. Und wie nutze ich die? Welcher Taste? Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Achso. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis sie nicht den Schacht gefunden haben. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass die Batterie nicht alle geht. Schnell! Haben Sie etwas gehört? Waren Sie das? Nö. Ich höre das nicht. Lala, schnell, schnell, schnell. Die Batterie geht alle. Was ist das? Das sind nur die Gurte. Aha. Ich sollte eigentlich nach dem Schacht gucken, ne? Ich gucke einfach nur nach Loot. Axel, ist das der hier? Warten Sie, ich komme hier schon. Liegen Energy Drinks? Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Oh, wie schnell geht denn die Batterie alle? Los jetzt. Ich glaube, Axel stirbt gleich. Ich glaube nicht, dass er unser Freund bleibt. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten.
So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Folgen Sie mir. Oh ja, so, das ist ja mit dem Loot echt nicht so. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Wo immer wir sind. Leise! Mit wem sprichst du? Halt! Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Können wir nicht ankommen? Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein Wo ist hier ein Generator? Bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Geht hier selber? Er ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Auf ich dem sag Boden. Ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Hallo? Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Tschüss. Selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? Boah, Axel! Boah, Axel! Folgen Sie mir. Seien wir besser ruhig. Hat mich warum geschubst? Axel! Müssen wir hier lang? Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Keine Zeit zu verlieren. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ein Auge zudrücken. Es habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief
wird gar nicht merken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppe gesagt, sie sollten 5 Grad sein lassen. Sie sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Nielsen, Leonard, Sie beide haben die erste Schicht an der Tür also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher, nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal wie sehr jemand bettelt, das was für eine herzzerreißende und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemandem. Joe. Freigegeben. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin, Konserven, Müsli, Wasser, Müsli, Zahnpasta, Zigaretten, Toilettenpapier, Klebeband, Medikits, Milchpulver. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieselbe Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Ah, danke, Susi. Ich bin aber schon so ein bisschen, ich warte auf das Alien. Ich spiele das Spiel, weil ich gesagt bekommen habe, hier gibt's Aliens. Oder ein Alien und man muss sich in Schränken verstecken. Und das ist bisher noch nicht passiert. Das macht mich ein bisschen wuschig. Ich habe nur Axel, das ist auch so ein kleines Alien. Steht mir immer im Weg. Wiederherstellen. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Komme ich hier nicht ran. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Das ist der, oder? Hinter Ihnen. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach... Du! Lass mein Axel in Ruhe. Anderen sind unterwegs. Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Er schießt sie! Scheiße! No! Wir haben ihn umgebracht. Nicht stehen bleiben, Axel! Sie haben ihn getötet! Wenn er mich töten wollte, er oder ich! Hier geht es ums Überleben. Okay. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Tropft etwas. Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Das ist Sabba. Alien Sabba. Ich sag ja, Axel bleibt nicht lange bei uns. Wir müssen weiter. Wir? Du und dein Ego? Vor allem, sie sagt, wir müssen weiter, aber es stand einfach da, ich muss weiter. So, Alien war da. Und nu? Alleine. Und ich habe keine Waffe. Okay, wir müssen Transit rufen.
Ich gebe aber fix auf Klo und Axel ist gegangen. Heißt Alien. Heißt der Alien Ali? Jemand? Ich bin gar nicht da.